Sitzung auf und heiße Sie damit recht herzlich willkommen zu unserem, denke ich, recht kurzweiligen Webinar in der nächsten Stunde zum Thema Good Goes Bad, Mobbing im Zeitalter von Facebook, Sync, LinkedIn und Co., aber natürlich auch direkt am und vor und hinterm Arbeitsplatz. Da wird uns gleich der Dr. Jan Tibor Lelei, Fachanwalt für Arbeitsrecht von der Kanzlei Buseheberer Fromm, ein bisschen aufschlauen. Da er sich aber selbst am besten kennt, wird er sich auch gleich nochmal, denke ich, direkt vorstellen. Und Sie können jederzeit die nächste Stunde direkt die Fragen in dem Chat, in dem Panel, was sich rechts von Ihnen in der Regel befindet. Und am Ende werde ich nochmal kurz das Thema Enterprise 2.0 durchholen, falls Sie ein Social Intranet haben, also eine interne Kommunikation digital, wo da vielleicht auch nochmal der Hammer hängen könnte, mit Ihnen kurz besprechen wollen oder Ihnen das aufzeigen wollen. Insofern, lieber Herr Lelei, starten wir jetzt erstmal natürlich mit Ihrem Vortrag und viel Spaß Ihnen allen. Ja, vielen Dank, Herr Nienaber. Vielen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich heute, Ihnen dieses Thema vorstellen zu können, wobei sich wirklich die Freude nur darauf bezieht, dass Sie heute hier die Zeit sich nehmen, das Thema mit uns durchzugehen und zu besprechen, weil an sich ist es ja ein nicht ganz so freudiges Thema, aber trotzdem denke ich ein Thema, mit dem man sich befassen muss, und ich schließe auch aus dem Interesse, dass das Webinar hier hat, dass dieses Thema in vielen Unternehmen, und ich weiß das auch aus meiner eigenen Erfahrung, leider nicht unbekannt ist. Und die wichtige Sache ist dann, denke ich, die, dass man weiß, wie geht man mit dem Thema um. Kurz noch zu meiner Person einige vorstellende Worte. Herr Nienaber sagt es gerade schon, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in einer wirtschaftsberatenden Kanzlei Buseheberer Fromm. Bin seit über 15 Jahren ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Und da decken wir die gesamte Spannbreite ab, von A wie Abmahnung bis C wie Z wie Zeugnis, auch andere kompliziertere Sachverhalte wie Unternehmensrestrukturierungen und Interessenausgleich, Sozialplanverhandlungen, also alles, was dazugehört, aber eben auch immer wieder diese Themen, die so den Alltag betreffen, den Alltag des Arbeitslebens miteinander. Und man kann, glaube ich, gar nicht gut genug betonen, wie wichtig das ist, diesen Alltag so zu gestalten, dass da eben solche Dinge wie Mobbing mindestens oder höchstens eine Seltenheit sind und möglicherweise, dass wir das Optimum überhaupt nicht vorkommen. Ich habe mal als junger Student gelernt, als ich so die ersten Vorlesungen gehört habe zum Arbeitsrecht, da hört man ja auch bei Jura auch alle möglichen anderen Rechtsgebiete wie Familienrecht, da wurde immer gesagt, das Arbeitsverhältnis, der Arbeitsvertrag, das ist so wie so eine Ehe. Ja, das ist die Menschen, die verbringen so viel Zeit miteinander am Arbeitsplatz und lernen sich auch von eigenartigen Seiten kennen. Ja, man lernt also natürlich hoffentlich viele positive Seiten seiner Kolleginnen und Kollegen kennen. Es gibt aber eben auch negative Seiten. Und eine dieser Seiten kann das Mobbing sein. Und das Thema, das wir heute hier mit Ihnen gerne diskutieren wollen. Und dann eben auch in einer ganz besonderen Kombination, nämlich mit der Kombination der neuen Medien. Deswegen haben wir den Titel auch so gewählt, wie wir ihn hier heute gewählt haben. Facebook, Xing, LinkedIn und Co. Das gibt dem Ganzen nämlich noch eine ganz besondere Note. Da geht etwas noch mehr möglicherweise, wenn es dann dazu kommt, in die falsche Richtung. Da gibt es Dinge, die sich gegenseitig verstärken und auch im Negativen verstärken können. Es gibt allerdings auch positive Sachen, wo man da eben entsprechend auch Vorkehrungen treffen kann. Aber das ist, denke ich, ein ganz besonderer Aspekt des modernen Arbeitslebens, dass hier durch die neuen Medien in diesem relativ alten Thema Mobbing ein neuer Zungenschlag hereinkommt. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht mal sich zu dem Thema informiert haben, ein bisschen breiter aufgestellt informiert haben. Wikipedia schreibt zum Beispiel einiges auch über Mobbing. Und das Thema, was wir heute hier haben, wird bei Wikipedia als Mobbing im engeren Sinne definiert. Ja, also die sagen Mobbing, und das stimmt ja auch, das kann in verschiedensten Lebenssituationen vorkommen. Es kann vorkommen in der Schule, das kennen wir aus Medienberichten, dass da Schüler sich gegenseitig mobben, Lehrer gemobbt werden. Das kann aber auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden, zum Beispiel auch in der Ehe, in der Familie, aber eben auch am Arbeitsplatz. Und das ist das, was Wikipedia als das Mobbing im engeren Sinne beschreibt.
Und dann meistens eben mit einem Bezug zum Arbeitsverhältnis in dem Sinne, dass derjenige oder diejenige, die gemobbt wird, aus dem Unternehmen gedrängt werden soll. Also man will sich da tatsächlich Leute vom Hals schaffen und setzt diese Techniken ein, die als Mobbing dann bekannt geworden sind. Und es gibt nach sozialwissenschaftlichen Untersuchungen bis zu 45 Mobbing-Handlungen, die relevant sein können. Ja, das sind also die eigenartigsten Dinge. Das sind bestimmte nonverbale Kommunikation, den Rücken zudrehen während des Gesprächs, ständiges Unterbrechen, sachliche oder unsachliche Kritik, all diese Dinge. Es ist also sehr vielschichtig und daher glaube ich auch schwieriger zu fassen und auch, wir werden das gleich sehen, für die Gerichte, die Arbeitsgerichte, die sich ja aus der arbeitsrechtlichen Sicht mit solchen Themen zu befassen haben, schwierig zu greifen. Ich will einmal kurz Ihnen unsere Agenda für heute zeigen. Wir würden uns dem Thema einfach mal in vier Schritten nähern. Einmal, und da sind wir im Grunde genommen schon mittendrin, kurz uns anschauen, was ist denn Mobbing überhaupt? Ja, also das ist für die juristische Betrachtungsweise immer sehr wichtig. Wir müssen uns erstmal darüber im Klaren werden, was ist denn Mobbing und was ist es nicht, damit wir klar wissen, worüber wir überhaupt hier sprechen und wo können sich denn eventuell überhaupt nur juristische Konsequenzen raus ergeben. Dann zweiter Punkt, ganz wichtig, was tun wir beim Mobbing? Oder was muss ein Unternehmen, was müssen Vorgesetzte tun, wenn es zu Mobbingfällen kommt? Ich hatte es gerade schon angedeutet, man kann sich aufgrund von zwischenmenschlichen Beziehungen nicht darauf verlassen, dass Mobbing überhaupt nie vorkäme. Das wäre sicherlich illusorisch, das wäre das Wolkenkuckucksheim. Das ist einfach dem Menschen so, glaube ich, nicht gegeben. Aber man sollte schon wissen und auch einen Plan haben, was tut man, wenn es soweit kommt, und nicht erst dann reagieren, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Was gibt es für Handlungsalternativen, vor allen Dingen für Arbeitgeber? Die werden es gleich sehen im Verlauf des Webinars. Arbeitgeber haben hier eine besondere Pflicht, werden besonders in die Pflicht genommen, haben eine Fürsorgepflicht. Das heißt also, das Ganze, wenn man sich fragt, was tut man bei Mobbing, wie wird Mobbing behandelt in Unternehmen, ist nicht nur die Frage an die Kollegen, die Mitarbeiter, die im Büro nebenan sitzen oder vielleicht sich das Büro mit denjenigen teilen, sondern auch an das Management. Die Frage wird an das Management gerichtet, an Vorstände, Geschäftsführer, Personalleiter, Personalentscheider. Was tut ihr, wenn es zu Mobbing kommt? Oder noch besser, wie verhindert ihr? Welche Prävention habt ihr denn installiert in euren Unternehmen, um Mobbing zu verhindern oder zumindest schwerer zu machen? Und dann der Sprung ins digitale Zeitalter. Was ist Mobbing im digitalen Zeitalter? Welche Besonderheiten treten hier auf, wenn wir uns eben soziale Medien anschauen? Xing, Facebook, LinkedIn. Welche besondere Komponenten kommen da hinzu? Ist das möglicherweise noch gravierender, noch gefährlicher, noch schwieriger zu handeln für Unternehmen? Und wenn das so wäre, was genau müssen Unternehmen dann tun, wenn wir uns eben in dem digitalen Rahmen bewegen und uns da mit Mobbing-Phänomenen konfrontiert sehen. Die juristische Definition, und das ist etwas, wo ich ganz offen sagen muss, ich erlebe das in meiner Praxis immer wieder, enttäuscht viele, denn die Gerichte in Deutschland sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, was ist denn überhaupt Mobbing? Es hat jahrelang gedauert, bis das Bundesarbeitsgericht, das BAG, sich überhaupt einmal in einem Fall mit dem Thema so beschäftigt hat, dass das Mobbing als Phänomen in der modernen Arbeitswelt nahe angebracht wurde, beziehungsweise auch anerkannt wurde, dass die normale sozialwissenschaftliche Definition von Mobbing, die kennen Sie alle, das ist Psychoterror am Arbeitsplatz mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb zu ekeln. Und da hat das Bundesarbeitsgericht schon gesagt, wisst ihr was, das ist uns ein bisschen zu schwammig. Ja? Und jetzt, meine Damen und Herren, können Sie sich festhalten, das Bundesarbeitsgericht sagt zum Beispiel auch, naja, so ein etwas, wie man muss sagen, robusterer Umgangston, ja, das kann schon so sein an Arbeitsplätzen. Und wir glauben nicht, dass das Mobbing ist, sondern wir glauben, es ist normal.
Und das ist natürlich erstmal eine Aussage, das ist auch eine schockierende Aussage für viele gewesen. An dieser Rechtsprechung hält das Bundesarbeitsgericht aber fest und sagt, naja, wir verstehen das schon, dass es sowas gibt wie Mobbing und wir glauben auch, dass Mobbing als solches abzulehnen ist, dass man dagegen etwas tun muss, dass man da rechtliche Schranken ziehen muss und das tun wir auch in unserer Rechtsprechung. Wir glauben aber auch, dass bei weitem nicht alles das, was heutzutage als Mobbing angesehen ist, Mobbing im rechtlich relevanten Bereich ist, also mit anderen Worten, das, was hier als Mobbing angesehen wird, das kann so sein, dass die Kollegen das so sehen, aber rechtlich hat es nichts zu sagen, weil es einfach unter der Schwelle bleibt. Das sind vielleicht Unhöflichkeiten, das sind vielleicht auch Unverschämtheiten oder was auch immer da passiert, aber Mobbing im rechtlichen Sinne ist das vielleicht noch nicht. Und das sehen Sie hier auf dieser Slide. Habe ich Ihnen einfach das mal zusammengefasst. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Das Bundesarbeitsgericht sagt, ja, wir glauben, es ist richtig, es gibt so etwas wie Mobbing und das ist auch ein Phänomen, das wir rechtlich sanktionieren wollen. Wir glauben aber auch, dass vieles das, was als Mobbing angesehen wird, was als Mobbing diskutiert wird, nicht rechtlich relevant ist, weil es unter die Schwelle fällt. Und da zieht das Bundesarbeitsgericht immer ganz klar heran, wie ist denn zum Beispiel der Umgangston im Betrieb? Schulbeispiel ist immer das, dass die sagen, naja, wisst ihr, der Umgangston, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, der Umgangston auf dem Bau ist halt ein anderer als in der Unternehmensberatung oder in einem IT-Provider. Das ist was anderes. Das heißt also mit anderen Worten, was die da sagen, die Arbeitsrichter, ist, dass vielleicht am Bau, wenn da jemand gemobbt wird oder in der IT-Beratung jemand gemobbt wird, die Kollegen am Bau sagen würden, das war einfach nur ein derber Spaß. Also da muss man sehr vorsichtig sein und sich sehr genau angucken, über welches Unternehmen sprechen wir hier, wie ist der Zusammenhang und Leitsatz oder Merksatz ist immer der, nicht alles, was als Mobbing angesehen wird, landläufig als Mobbing angesehen wird, würde vor Gerichten auch als Mobbing tatsächlich so Bestand haben. Und daraus ergibt sich eben auch, dass das Ganze schwer zu definieren ist in dem Sinne, dass es fast nie nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ausreicht, wenn einzelne Handlungen als Mobbing deklariert werden. Also wir werden kein Gericht, kein Arbeitsgericht in Deutschland finden, was sagen wird, ich sehe eine Mobbinghandlung gegeben, wenn es einen einzelnen Vorfall gegeben hat. Ja, eine Beleidigung, eine Unhöflichkeit. Ein nicht vertragsgemäßes Verhalten eines Einzelnen, das einmal vorgekommen ist, wird nie von einem Gericht in Deutschland als Mobbing angesehen werden, denn es wird davon ausgegangen, dass es sich um ein systematisches Schikanieren handeln muss, es muss einen längeren Zeitraum umfassen und es muss eine gewisse im negativen Sinne, normalerweise wird das Wort ja positiv genutzt, im negativen Sinne Nachhaltigkeit haben. Alles andere fällt unter die Schwelle. Alles andere sehen die Gerichte als nicht ausreichend für Mobbing an und sagen, das ist richtig, das sind Dinge, die wir nicht akzeptieren können, das mag so sein, aber rechtlich werden wir es als Mobbing nicht gelten lassen. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es natürlich auch in Gerichtsverfahren unglaublich schwierig für Mobbingopfer überhaupt etwas darzustellen, den Gerichten vorzutragen, an Tatsachen auf den Tisch zu legen, wo das Gericht sagt, gut, damit beschäftige ich mich, da glaube ich, dass das eine Mobbing-Handlung sein könnte mit den entsprechenden Konsequenzen. Also sehr, sehr schwierig und sehr, sehr zurückhaltend, was die Gerichte sich da überlegt haben. Ich habe Ihnen hier mal einen Beispielsfall mitgebracht, das ist ein Urteil vom Arbeitsgericht in Siegburg. Paar Jährchen schon her, 2012 ist die Sache gewesen, aber trotzdem systematischer Fall, wo eben gesagt wurde, hier ist es Mobbing. Ja, hier ist es Mobbing. Und Sie können im Grunde genommen an den einzelnen Punkten genau wieder das ablesen, was gesagt worden ist. Es muss eben ein länger dauerndes Verhalten sein. Es muss eine Herabwürdigung sein, es muss eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts sein, ein Schikanieren sein und eben auch mit dem Ziel tatsächlich, denjenigen aus dem Arbeitsverhältnis herauszudrängen. Hier hat das Arbeitsgericht in Siegburg
das bejaht im Oktober des Jahres 2012. Der Fall selber ist, wenn Sie das lesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie aus einem Roman. Also man muss sich wirklich schämen, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Es ist aber möglich, es ist ja gerichtsbekannt geworden. Also hier wurde tatsächlich aus jahrelang ein Mitarbeiter auf Übelste schikaniert, hat ihn also gezwungen, EDV-Schrott zu sortieren, systematische Unterbeschäftigung, nicht? Also dass man jemanden da am langen Arm verhungern lässt, sozusagen der ewigen Langeweile ausgesetzt, Kleinigkeiten, neue EDV, also neuer Computer bekommen, aber keine Maus, muss da selber installieren, alle diese Dinge, die dann so in einer Gesamtschau dazu führten, dass das Arbeitsgericht gesagt hat, naja, also das überschreitet die Schwelle, das überschreitet die Schwelle, das ist so systematisch, das ist so herabwürdigend, das ist so nachhaltig, im negativen Sinne nachhaltig, das erkennen wir als Mobbing an und mit den entsprechenden Konsequenzen. Umgekehrt können Sie natürlich daran auch sofort ablesen, was eben alles nicht ausreicht, nicht? Also was dann, wenn das ausreicht, dann kann man im Grunde genommen ja den Umkehrschluss ziehen und sagen, alles, was da drunter liegt, reicht eben nicht. Warum kommt es zu Mobbing? Das ist sehr interessant. Das ist ein wenig Ursachenforschung, die auch immer wieder die Gerichte natürlich betreiben, weil man erklären möchte, wie kommt es dazu, um damit überhaupt einen Blick oder eine Analyse vorzunehmen, wie man auch Mobbing abgrenzen kann von anderen Verhaltensweisen. Und es wird auch hier interessanterweise immer eine Kombination von Ursachen herangezogen. Ja. Es sind natürlich persönliche Umstände, selbstverständlich. Niemand kann sich von persönlichen Dispositionen, von persönlichen Verhältnissen freimachen. Und es sind natürlich auch immer betriebliche Gründe. Das ist das Umfeld. Ja. Das Umfeld derjenigen, die Mobbingopfer werden, da gibt es auch eine gewisse Wechselwirkung. Das kann man, glaube ich, auch so festhalten. Und auch hier möchte ich niemandem zu nahe treten, es gibt Branchen, in denen überproportional Mobbingfälle vorkommen. Das ist zum Beispiel der gesamte karitative Bereich, der gesamte Krankenhausbereich. Da kommen überproportional Mobbingfälle vor. Das können Sie auch ablesen, also als harte Fakten ablesen an den Fällen, die bei den Gerichten landen. Ein überproportional großer Prozentsatz dieser Fälle kommen aus dem karitativen und Krankenhausbereich. Und wenn Sie auf diese Slide, die ich Ihnen hier gerade zeige, schauen und diesen Dreiklang sehen, Arbeit, betriebliche Gründe, persönliche Gründe, dann kommen Sie auch sofort darauf, warum der Krankenhausbereich und der karitative Bereich da so an der Spitze liegen mit Mobbingfällen. Warum nämlich? Weil es a. hohe Arbeitsbelastungen dort gibt, b. eine auch hohe psychische Belastung, Krankenhausbereich, die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, sehr häufig hohen psychischen Belastungen ausgesetzt. Und als dritter Punkt natürlich auch eine relativ vergleichsweise niedrige Vergütung. Und das ergibt sich dann zusammen und wirkt sich auf persönliche Gründe aus. Und offensichtlich schafft ein Klima, ohne jetzt daraus eine Regel machen zu wollen, aber zumindest ein Klima, was Mobbing begünstigt und woraus natürlich auch andere Unternehmen Rückschlüsse ziehen können und sagen könnten, na gut, also wenn das so ist, wenn wir das so erkennen können, ist das ja auch der Schlüssel, wie man präventiv gegen Mobbing vorgehen kann, wie man ja also schon die Situationen verhindern kann, in denen es zu Mobbing kommen könnte. Wenn man jetzt den gesetzlichen Rahmen nochmal sich vor Augen führt, wir wollen das Ganze ja auch heute hier arbeitsrechtlich begleiten und auch analysieren, dann wird das immer aufgehängt an Artikel 2 Grundgesetz, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und ich habe Ihnen das hier mal dargestellt in den verschiedenen Ausprägungen, Fürsorgepflichten. Es gibt verschiedene Gesetze, die sich damit befassen, allem voran natürlich das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Sie finden aber auch im Betriebsverfassungsgesetz dazu wichtige Bestimmungen, die Förderung
der persönlichen Entwicklung der Arbeitnehmer und dann natürlich klar auch strafrechtlich, wenn das Ganze in den Bereich der Beleidigungen oder möglicherweise sogar Körperverletzungsdelikte geht und zivilrechtlich, das sind dann Schadenersatzansprüche, die sich daraus ergeben können. Das also hier zu dem rechtlichen Rahmen und der auch absteckt, schon sehr schön, wo letztendlich die einzelnen Verantwortlichkeiten liegen und wo wer was tun muss oder umgekehrt, wer wo möglicherweise zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich werde, wenn ich Trainings mache für Mobbing, zur Mobbingprävention, häufig bei Geschäftsführungen, Vorständen, Personalleitern, die Konzepte entwickeln wollen, um Mobbing ganz auszuschließen oder zumindest vorzubereitet zu sein, das auch als eine Werbemittel für sich natürlich haben fürs Unternehmen, dass man auf sowas vorbereitet wird, immer gefragt, sagen Sie mal, Lelai, was hat das eigentlich für uns für Konsequenzen, für uns als Unternehmen? Also haben wir verstanden, Mobbing ist eine schlechte Sache und das wollen wir auch nicht, das ist ja normal, niemand ist für Mobbing, solche Leute gibt es ja nicht, aber wenn wir jetzt mal hier ganz sachlich an die Sache rangehen, was bringt uns das? Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und ein Konzept entwickeln oder eine Policy entwickeln, um Mobbing zu vermeiden, Mobbingprävention oben auf die Agenda zu setzen. Und die Antwort, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen einfach mal in dieser Slide zusammengefasst. Die Antwort ist nämlich ganz einfach. Mobbing ist ein betriebswirtschaftlicher Kostenfaktor, ein betriebswirtschaftlicher Schadensfaktor. Das wird häufig nicht gesehen, das wird häufig gesehen, aber unterschätzt oder es wird eben häufig einfach verdrängt. Aber wenn man sich das Ganze einfach mal vor Augen führt, was bedeutet denn Mobbing? Fehlzeiten mit Entgeltfortzahlung, Imageschäden für das Unternehmen, mögliche Gerichtsverfahren, noch größere Imageschäden, Arbeitsklima, Demotivation von Mitarbeitern, also die Bandbreite der negativen Auswirkungen ist enorm und die ist auch nicht irgendwie als, ja, ich will jetzt nicht mal so sagen, Friede, Freude, Eierkuchen und wir trinken alle zusammen ein Tee-Thema zu fassen, sondern da geht es um knallharte betriebswirtschaftliche Zahlen. Da geht es um personalwirtschaftliche Kennzahlen, da geht es um Personalkosten, da geht es schlicht und ergreifend einfach auch ums Geld. Und wenn ich das sage, dann gucken mich gerade Entscheider, Personalleiter, Geschäftsführer, Vorstände häufig mit großen Augen an und sagen, ja, so haben wir das noch nie gesehen. Wir dachten immer, das ist so ein Thema, naja, okay, das macht man halt so mit, ne, weil es irgendwie dazugehört. Aber das stimmt, das hat ja eine ganz harte, in Anführungszeichen, belastbare betriebswirtschaftliche Komponente. Und das hat es auch. Und ich will damit nicht sagen, dass wir uns von den menschlichen Aspekten, die da eine Rolle spielen und die natürlich im Vordergrund stehen müssen, lösen sollten. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen aber nur auch klar machen in einem Unternehmen, und Unternehmen sind nun mal auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet, dass solche Dinge auch dort, ich sag's mal ganz platt, in der Bilanz eine Rolle spielen. Und die spielen eine große Rolle und sind sogar meiner Meinung nach im Unterschied zu anderen Themen, die ja auch häufig im HR-Bereich eine große Rolle spielen, mit harten Zahlen zu messen, also ganz klar die Frage zu beantworten, was bringt es einem Unternehmen, Mobbingprävention zu betreiben? Das bringt, dass man wirklich Geld spart, Image aufbaut und damit insgesamt den Erfolg des Unternehmens vergrößert. Ja, und jetzt haben wir hier eine Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eingebaut. Nina aber genau. Blendet gerade die Kurzumfrage ein. Genau, sind in Ihrem Unternehmen bereits Mobbingfälle vorgekommen? 3 Antwortmöglichkeiten. Ja, ich denke mal, Helle, Sie zu fragen, ist wahrscheinlich jetzt etwas überflüssig, denn wenn Sie gerufen werden, ist das bereits passiert. Oder haben Sie da vielleicht noch andere Kennzahlen, wie häufig Mobbingfälle im Unternehmen vorkommen? Aber es ist wahrscheinlich Tagesgeschäft. Ne? Also ich finde es interessant, wenn jetzt jemand Nein ankreuzt,
woher weiß man das? Also ich kenne kein Unternehmen, wo die Leute, wo nicht irgendjemand unterschwellig auch gemobbt wird. Aber vielleicht bin ich in den falschen Unternehmen unterwegs, kann ja auch sein. Ja, ich glaube nicht an ihn, aber ich denke, es ist in der Tat, wie Sie sagen, es ist eine reine, eine sehr faktische Schwierigkeit, die man hat. Und das ist aber bei vielen ähnlichen Phänomenen auch so. Die Dunkelziffer, um mal hier mit diesem kriminalistischen Wort zu kommen, ja, die Dunkelziffer ist groß. Das ist so. Ja. Und man muss ja eben auch sagen, und da leider macht uns ja das die Rechtsprechung, die Arbeitsgerichte ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, aus unserer Sicht, aus der Beratersicht, aus der Sicht desjenigen, der sagt, wir brauchen ein Konzept, um Prävention gegen Mobbing zu machen, wir wollen ja auch die Fälle abfangen und die Fälle lösen, die die Schwelle zum Gericht gar nicht erreichen. Das heißt, die an sich darunter sind, wo das Gericht vielleicht noch sagen würde, naja, das reicht mir noch nicht, das ist einfach noch zu wenig, ist zwar schlimm, auf Deutsch gesagt, hört sich ein bisschen jetzt zynisch an, wie ich das formuliere, aber so sagen es die Gerichte, ja, es ist zwar schlimm, aber es reicht eben noch nicht. Und das würden wir ja immer sagen, das will ja ein gut geführtes Unternehmen aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auch, Arbeitsklima und so weiter, auch abfangen. Und deswegen glaube ich, in der Tat ist es so, dass man sagen kann, es gibt kaum Unternehmen, wo Mobbingfälle nicht vorkommen. Es ist immer die Frage, A, wie reagiert das Unternehmen darauf? Und B, wie kriegt man das in den Griff, was man hat und vor allen Dingen verhindert, dass es noch schlimmer wird? Beziehungsweise, dann ist das Kind schon richtig in den Brunnen gefallen, wenn es eine Mobbingkultur etabliert hat. Okay, dann schauen wir mal, was die Teilnehmer gesagt haben. Es sind hier schon recht viele Fragen aufgelaufen. Ich würde vorschlagen, vielleicht wird die eine oder andere Frage noch in den nächsten Folien sozusagen erschlagen und stellen die einfach zurück, beantworten die oder ich stelle die dann Herrn Lelle ganz am Ende des Vortrages, wenn das für Sie alle so passt. Aber trotzdem stellen Sie gerne Ihre Fragen weiterhin oder sammeln Sie die soweit im Kopf oder schriftlich kurz Notiz und dann ganz am Ende zu stellen. Vielleicht wird das eine oder andere gleich noch besprochen werden. Also, ich schließe die Umfrage und übertrage die Ergebnisse. Ja, Herr Lelei, 41% sagen ja, 37% nein und 22% wissen es nicht. Ja, jetzt könnte man eben aus meiner Sicht, wenn ich das mal interpretieren darf, die 41% zu den 22% vielleicht dazu addieren, weil diejenigen, die das nicht wissen, letztendlich ja nicht sagen, es gibt keine, sondern sie haben es einfach nicht mitbekommen oder es ist die berühmte Dunkelziffer, nicht? Also ich glaube, es ist schon interessant, dass man sagen muss, nur 37% können definitiv sagen, es gibt es nicht. Ja? Das ist eine Aussage und die würde ich vielleicht auch so gelten lassen. Ich glaube, es ist noch relativ hoch gegriffen, aber es ist auch so, dass man sagen kann, in der überwiegenden Zahl der Fälle gibt es eben doch Mobbing. Wohlgemerkt, es muss nicht immer dieses ganz schon an der Schwelle für das gerichtliche Justiziable sein, sondern auch eben viel, was da drunter ist, was aber trotzdem natürlich die Arbeitskultur und damit den Unternehmenserfolg schädigt. Ja, also, dann würde ich jetzt nach der Frage einfach kurz weitergehen. Und wir sind beim zweiten Themenblock. Wir hatten uns schon kurz jetzt eben damit beschäftigt, was ist Mobbing, wie ist die rechtliche Einschätzung, was sind die Konsequenzen für das Unternehmen und dann, was tun bei Mobbing? Das ist ja jetzt der wichtige Punkt, wo wir sagen müssen, was sind denn konkret die verschiedenen Gesichtspunkte. Und ein interessanter Aspekt, der kommt immer wieder und das ist so einfach, wenn man es beschreibt und viele, auch wenn ich das in Trainings sage und da auch darauf hinweise, die sagen, naja gut, das ist doch aller Welt, das macht doch jeder, aber es kommt dann eben in der Praxis doch immer zu Schwierigkeiten und das wird nicht gemacht, das ist die Kommunikation. Ja, die Kommunikation und zwar sowohl in der horizontalen, das heißt also mit den Kolleginnen und Kollegen, oder auch in der vertikalen, das heißt oben mit dem Vorgesetzten, mit dem Bereichsleiter, mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, mit dem Management als solchen und auch natürlich dem Betriebsrat. Das ist etwas, was überhaupt der erste Schritt ist, um ein solches Problem in den Griff zu bekommen. Es wird nie gelöst werden können. Es wird im Gegenteil unterstützen, eine Mobbingkultur
das Entstehen einer Mobbingkultur im Unternehmen, wenn nicht darüber gesprochen wird. Das heißt also, die erste Regel, wenn jemand gefragt wird, was tun bei Mobbing, das ist Kommunikation, 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 also darüber sprechen. Das Problem muss angesprochen werden. Es ist verständlich und absolut menschlich, wenn derjenige oder diejenige als Mobbingopfer da zurückhaltend sind. Ich kenne aber wirklich fast keine Konstellation in Unternehmen, wo es nicht die Möglichkeit gäbe, mit jemandem zu sprechen, der dann, wenn man selber nicht nach vorne treten will, anonym bleiben will, dies für einen übernehmen kann. Und wenn das der Betriebsrat ist und wenn es der Vorgesetzte ist und wenn es ein Kollege ist, der mit der Sache so nichts zu tun hat. Aber das muss getan werden und da muss ich auch ganz offen sagen, da gibt es auch keine Alternative dazu. Weil wenn die Kommunikation nicht erfolgt, das Ansprechen nicht erfolgt, kann es keine Mobbingprävention und auch keine Mobbingverhinderung geben. Das wird nicht funktionieren. Das Gesetz oder der gesetzliche Rahmen sieht für Arbeitnehmer eine ganze Palette von Handlungsmöglichkeiten vor. Ich habe Ihnen das mal hier zusammengefasst. Das geht eben los bei Beschwerderechten. Die gibt es sowohl beim Betriebsrat als auch bei der zuständigen Stelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Sie wissen, dass nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in jedem Betrieb eine Stelle geschaffen werden muss, wo man sich über Diskriminierungen und letztendlich ist das Mobbing immer sehr stark an der Diskriminierung auch dran beschweren kann. Es gibt aber eben auch Widerrufs- bzw. Zurückbehaltungsrechte und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr juristisch, das ist alles sehr formal und das ist auch meiner Erfahrung nach in der Praxis sehr schwer umsetzbar. Zumindest dann, wenn die gemobbten Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen bleiben wollen, dann ist das erstmal gut zu wissen, dass man diese Rechte hat und die Beschwerderechte gegenüber Betriebsrat oder der zuständigen Stelle nach AGG, das ist meistens die Personalabteilung, das ist etwas, was man sicher in Anspruch nehmen kann, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es erstmal hier sehr formelle Prozesse sind und auch die anderen Dinge, die da immer angesprochen werden. Ich habe sie Ihnen hier auf dem Slide einfach nochmal zusammengefasst. Das wird von den Gerichten immer gesagt. Die Gerichte sagen, naja, guck mal, ihr habt ja nicht nur die Beschwerderechte, ihr könnt ja auch Widerruf, Unterlassung verlangen, die müssen das aufhören. Ihr könnt sogar sagen, ich komme nicht mehr zur Arbeit, Leistungsverweigerungsrecht. Alles sehr, sehr formal, sehr, sehr schwierig und im Ergebnis sehr stark belastend für den einzelnen Arbeitnehmer, der sich gemobbt fühlt und daher auch in der Praxis sehr schwierig umzusetzen. Und das können Sie meiner Meinung nach unglaublich gut nachvollziehen an dem Beispielsfall, den ich Ihnen jetzt hier mal mitgebracht habe. Das ist ein bisschen jüngerer Fall aus dem Jahr 2015, eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wo eben gesagt wurde, und das ist das, jetzt kommt es nämlich, das ist hier das Krasse, hier ist also ein Mitarbeiter, der sich gemobbt fühlte, und dem dann außerordentlich gekündigt wurde, dessen Kündigung wurde für rechtmäßig erklärt. Ja, also da wurde praktisch ein sich selbst für gemobbt haltender Arbeitnehmer außerordentlich gekündigt und das Bundesarbeitsgericht sagt im Ergebnis zu dem Unternehmen, ja, du warst im Recht, du durftest diesen kündigen, weil der durfte nicht zum Beispiel seine Arbeitsleistung zurückhalten und sagen, ich komme einfach nicht mehr zur Arbeit, weil ich gemobbt wurde. Sie können auch hier den Fall nachvollziehen. Ich habe das mal so ein bisschen chronologischer aufgebaut. Typische Situation, zumindest typisch für diese Mobbingfälle, längerer Zeitraum, Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten und Kollegen. Allerdings muss man hier schon sagen, das war wohl doch nicht so ganz nur einseitig. Also der Mitarbeiter hatte eben auch Schwierigkeiten mit seinem Arbeitsumfeld. Das war auch objektiv so, also nicht ganz klar, ob es wirklich eine Mobbing-Situation war. Er hat sich aber immer darauf berufen, hat gesagt, ich werde hier gemobbt und das Ganze gipfelte eben darin, dass er gesagt hat, naja gut, dann komme ich halt nicht mehr zur Arbeit. Ja? Weil ich habe ja gelesen in Urteilen, wenn ich gemobbt werde, Zurückbehaltungsrecht, dann muss ich nicht mehr zur Arbeit kommen
Und was macht die Arbeitgeberin? Die bestellen den zum Personalgespräch. Da kommt er auch nicht. Dann kriegt er die Abmahnung, die erste, die zweite, die dritte. Dann kommt er immer noch nicht und dann kriegt er die außerordentliche Kündigung, klagt gegen die Kündigung und sagt, guck mal hier, ich bin gemobbt worden, ich habe die Arbeitsleistung nur zurückgehalten, das darf ich, das habe ich in Entscheidungen nachgelesen und deswegen dürfen die mich nicht kündigen. Und das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz sagt, doch, die durften nicht kündigen, weil du hättest nicht zu Hause bleiben dürfen. Das war keine Mobbing-Situation und so weiter und so weiter. Also daran, meine Damen und Herren, kann man sehr gut ablesen, in welches Risiko sich auch Arbeitnehmer da begeben können, die sozusagen alleine da ihr Glück versuchen, nicht über Beschwerde zur zuständigen Stelle oder einem Anti-Mobbing-Policy, die im Unternehmen vielleicht existiert. In diesem Unternehmen existierte natürlich keine, das versuchen, sondern selber auch mit zusammengelesenen Wissen, vielleicht aus dem Internet, dann denken, ja, ich kann dieses und jenes machen. Und am zum Schluss geht das Ganze aus. Voll nach hinten, backfiren, nennen das die Amerikaner, glaube ich, backfired. Und derjenige verliert sogar noch den Arbeitsplatz. Also das Ganze ist schwierig zu beurteilen. Und da aus meiner Sicht spiegelt sich auch daran wieder diese tendenzielle Zurückhaltung des Bundesarbeitsgerichts bei diesen Mobbingfällen. Nicht? Also die sind nicht davon überzeugt, dass Mobbing wirklich ein ganz, ganz häufiges Phänomen ist. Auf dem anderen Level, wenn über Mobbing Ansprüche gesprochen wird, was können Arbeitnehmer nicht nur tun, sondern was gibt es denn eventuell, das wird ja immer gerne thematisiert, was gibt es denn eventuell an Schadenersatz- oder Schmerzensgeldansprüchen? Da werden auch häufig Verfahren drüber geführt. Häufig sind diese Mobbingverfahren nämlich nicht nur so, dass der gemobbte Arbeitnehmer sagt, ich möchte mich gegen das Mobbing wehren, sondern ich möchte auch noch einen Schadenersatz- oder Schmerzensgeldanspruch haben. Und da gibt es in der Tat auch ein rechtliches Instrumentarium dafür. Das habe ich Ihnen hier auf dieses Slide mal zusammengestellt. Das ist in so einem Dreiklang gegliedert, vertraglich, deliktisch, gegen Arbeitgeber und gegen Kollegen. Interessant daran hier für unseren Zusammenhang ist vor allen Dingen, dass das Bundesarbeitsgericht oder die Rechtsprechung sagt, diese Schadenersatzansprüche, die können eben nicht nur gegen das Unternehmen gehen, ja, also wenn das Unternehmen nichts tut, keine Anti-Mobbing-Policy hat, kein Anti-Mobbing-Training hat, das alles nicht nachweisen kann, sondern das kann auch gegen die Kollegen, die mobbenden Kollegen, kann es auch Schadenersatzansprüche geben. Ja. Und das sind dann zum Beispiel auch Vorgesetzte, ja, die vielleicht nicht eingegriffen haben, obwohl sie wussten, dass in der Abteilung eine Mobbingkultur herrscht oder dass zum Beispiel ein bestimmter Kollege oder eine bestimmte Kollegin immer gemobbt wurde. Das ist also interessant und wird auch häufig nicht gesehen und unterschätzt. Und auch da, wenn ich das dann vorstelle, bei den Personalentscheidern, bei Geschäftsführungen, Vorständen oder Personalleitern, dann werden die Augen auch immer ganz groß. Dann heißt es, ja wie, das heißt also, wir können auch haften. Und dann sage ich, ja, Sie können auch haften, Sie als Vorgesetzte, Sie können auch haften. Und deswegen sitzen wir ja hier zusammen, damit Sie demnächst eine vernünftige Anti-Mobbing-Policy haben. Und das nimmt schon einen Großteil der Haftungsrisiken von Ihnen weg. Aber wenn Sie das nicht haben, ist prinzipiell immer die Möglichkeit gegeben, dass auch Sie als Vorgesetzte hier für Schadenersatz- oder Schmerzensgeldansprüche herhalten müssen. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da würde ich wieder sozusagen virtuell zu Herrn Nienhaber schauen und da ist schon die Kurzumfrage. Genau, die Umfrage läuft und unsere rund 50 Teilnehmer voten. Wie schätzen Sie die jährlichen Mobbingkosten für Ihr Unternehmen ein? Ich habe unten mir mal erlaubt, Herr Lillay, die totale Blackbox mit aufzuführen. Aber man muss tatsächlich mal kurz in dein eigenes Unternehmen schauen. Das ist natürlich, wir haben hier ganz unterschiedliche Größenordnungen von kleinen mittelständischen Unternehmen und natürlich sehr viele konzernstrukturbehaftete Firmen. Da dürfte es schon ein bisschen schwieriger werden. Aber vielleicht können Sie eine ganz kleine Hilfestellung geben, Herr Lillay. Wie kommt man zu einer Zahl? Ja, sehr gerne. Also erstmal
finde ich fair, Herr Nienaber, dass Sie diese Blackbox mit aufgenommen haben, weil das korrespondiert sehr gut mit dem, was wir ja vorher kurz gesagt hatten, diese Dunkelziffer. Und das ist letztendlich ja das Gleiche ungefähr, oder das ist das spiegelt das auf einer anderen Ebene. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal die Zahlen angucken und Sie so ein Gefühl dafür bekommen wollen, woher kommt denn das überhaupt? Ja, wie entstehen denn solche Schäden? Dann kann man eben einmal, wenn man sofort auf die harten Fakten springen will, sagen, was ist denn zum Beispiel mit Entgeltfortzahlungskosten? Ja? Das heißt also, typischerweise sind Mobbingfälle ja verbunden mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten. Und ich brauche das hier, glaube ich, in dem Kreise gar nicht zu sagen. Sie sind alle im Personalwesen bewandert. Sie wissen, dass es Entgeltfortzahlungskosten gibt. Wenn Mitarbeiter krank werden, bis zu 6 Wochen muss das Unternehmen Entgelt fortzahlen. Und dadurch entstehen diese Kosten, ganz knallhart messbar, die entstehen aber auch durch Demotivation, innere Kündigung, dass Mitarbeiter sich alleine gelassen fühlen und einfach die Leistung, die sie an sich bringen könnten und auch wollten, gar nicht mehr bringen. Also das sind diese typischen weichen Faktoren, die da eben auch eine Rolle spielen. Und bei den Entgeltfortzahlungskosten, da wird sicherlich immer auch auf das Unternehmen ankommen und die Branche, da müssen Sie sich einfach mal so überlegen, was verdienen denn im Durchschnitt die Leute bei Ihnen? Ja? Und was kostet das denn, wenn einer, zwei, drei, vier, fünf Leute einfach ausfallen in einem Jahr, ne? 6 Wochen lang? Und so kommen Sie dann auf diese Zahlen und können dann eben immer auch noch diese weichen Faktoren dazu addieren, wie Demotivation, innere Kündigung, mangelnde Teamarbeit, die nicht sofort mit harten Zahlen messbar sind, die aber, glaube ich, und das glaube ich, das kann man gar nicht ernsthaft bestreiten, natürlich auch Defizite für den Unternehmenserfolg darstellen. Okay, dann schauen wir mal, was unsere Teilnehmer hier gebotet haben. Schon mal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich denke, das ist auch mal ein schönes Benchmark untereinander. 22% sagen bis 10.000. 22% bis 50.000, bis 9%, nein, bis 100.000 Euro sagen 9%. Ja, und ganze 6% sagen über 100.000 Euro verbleiben und Mehrfachmeldungen sind möglich. Hier 41% sagen hier totale Blackbox. So schaut's aus. Ja, also ich finde das super interessant, was jetzt hier gerade von unserem Publikum gesagt wurde oder hier die Informationen, die wir hier gerade bekommen haben. Warum ist es, finde ich, super interessant? Weil A, wir einen aus meiner Sicht sehr hohen Prozentsatz haben, wo man sagen kann, das ist ja schon im hohen Bereich, nicht? Also über 10.000 Euro, ja, das ist ja schon mal ein Wort. Sogar wenn man sagt über 100.000 Euro und darüber, ja, beziehungsweise bis und dann darüber, das ist auch noch eine Zahl. Und dann sagt man die totale Blackbox, das ist sicherlich auch richtig, weil man dort, das können nicht mehr als Schätzungen jetzt hier sein, außer jemand, der könnte eine gute Zahl liefern, der wirklich permanent mit Personalkennzahlen zu tun hat. Nicht? Aber das reflektiert das, wie gesagt, auch meiner Meinung nach gut mit dem Phänomen der Dunkelziffern, ne, was da an Mobbingfällen tatsächlich im Unternehmen existiert und dann darauf natürlich basierend, welche Kosten das auslöst. Ja, es ist eben ein Unterschied, ob ich, sag ich mal, jetzt in einem mittelständischen Unternehmen, Softwareindustrie, 5 Mobbingfälle im Jahr habe oder vielleicht 15 oder 20. Das ist einfach ein Unterschied und damit natürlich auch ein Kostenunterschied. Ja, dann, ich glaube, wir sind gerade etwas zurückgegangen. Genau, ich habe die Ergebnisse gerade ausgeblendet und Sie sind wieder in Ihrem Präsentationsmodus gleich. Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, also, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in Unternehmen viel mehr in den Vordergrund gestellt werden muss. Wir müssen einfach uns davon losmachen und davon befreien, dass das Mobbing-Thema als so ein allgemeines, ja, lass uns doch mal zusammen gut fühlen, Thema begriffen wird. Dass man so sagt, na ja, klar, das ist so, das macht ja alle, nicht? Und keiner ist dagegen, also alle sind natürlich dagegen und alle sind dafür, dass was gegen Mobbing gemacht wird.
und dann wird das abgehakt, sondern wir müssen ganz klar die Message rübergeben, weil das wichtig ist und das einfach auch den Fakten entspricht und dem Unternehmensinteresse entspricht, dass das eine knallharte, ein knallharter Kostenfaktor im Unternehmen ist und natürlich auch im Ergebnis ein Wettbewerbsvorteil. Ja? Weil das Phänomen, ich hatte das schon gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Unternehmen in Deutschland gibt, die von diesem Phänomen ausgeklammert sind. Dann müssten das widerspricht der menschlichen Natur einfach, ja, und diesem Zusammensein in einem Arbeitsverhältnis. Und jetzt müssen wir einfach dem ins Auge blicken und müssen sagen, wir können das Ganze eben auch qualifizieren und quantifizieren als Schäden, die dem Unternehmen entstehen können. Ich würde jetzt gerne auf den speziellen Arbeitgeberaspekt eingehen. Wir hatten uns ja schon kurz darüber unterhalten, welche Möglichkeiten haben die Betroffenen und welche Möglichkeiten haben die betroffenen Arbeitnehmer. Aber mindestens genauso wichtig und für die Unternehmenskultur natürlich noch wichtiger ist, was tut denn das Unternehmen selber, was tut das Management, was tut die Arbeitgeberin? Und ich habe das auch hier für Sie einfach nochmal festgelegt und festgeschrieben. Das Ganze ist eine Art von umgekehrter Eskalation, das können Sie sehen. Das ganz am Ende, ganz unten, das ist die Kündigung, ja, eine außerordentliche Kündigung als schärfste Waffe, die wir als Arbeitgeber natürlich haben, um uns von Mobbern zu trennen. Aber das ist wirklich nur das Ende der Skala. Vorher kommt eben alles andere. Prävention, Verhaltensregeln und alles das, was eben die Mobbingkultur im Unternehmen vermeidet. Alles das, was die klare Message sendet, Mobbing ist hier nicht erwünscht. Und wir arbeiten auch aktiv daran, dass es keine Mobbingkultur gibt, dass also eine Kultur geschaffen wird der Kollegialität, der Transparenz und des gemeinsamen Arbeitens, des Teamarbeitens, nicht des Aller gegen alle Arbeitens. Und das ist der berühmte Tone from the top, wie man so schön sagt im Neudeutschen. Das ist aber die ganz, ganz wichtige Message und die muss kommen. Die muss kommen vom Management, die muss kommen von der obersten Führungsebene. Da muss das klar kommuniziert werden an alle, die im Unternehmen sind und die da auch eine klare Message bekommen müssen und eine klare Guideline bekommen müssen. Die arbeitsrechtlichen Maßnahmen nämlich, das habe ich Ihnen jetzt hier nochmal zusammengefasst, das ist im Grunde genommen altbekanntes Terrain. Ja, das ist das, was immer passiert, wenn Vertragspflichtverletzungen vorkommen, wenn jemand seinen Arbeitsvertrag nicht richtig erfüllt. Denn das Mobben von Kollegen ist natürlich eine Verletzung des Arbeitsvertrags. Dann haben Sie die ganzen Möglichkeiten wie Ermahnung, Versetzung, Kündigung. Ich habe es Ihnen einfach hier der Vollständigkeit nochmal hingeschrieben. Und leider muss man ja sagen, ist es auch noch häufig so, dass das ja auch das Ende der Geschichte ist. Ja, aber und das muss ich auch hier, oder möchte ich gerne hier auch nochmal sagen. Im Grunde genommen ist das ja nur ein Beweis des Versagens, weil wenn eine Anti-Mobbing-Policy da ist, wenn eine mobbingfeindliche Kultur im Unternehmen etabliert ist, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, sind die Fälle, die wir mit diesem Instrumentarium, Abmahnung, Versetzung, Kündigung in den Griff bekommen müssten, ganz, ganz selten. Ja? Man wird sie nicht vermeiden können, da will ich auch gar nicht irgendwie hier das Blaue vom Himmel runter erzählen. Man wird sie nicht vermeiden können, aber sie werden nicht die Mehrzahl der Fälle sein, wie das heute häufig noch ist. Wo also im Grunde genommen, und das ist nur die Konsequenz der nicht vorhandenen Prävention, wo heute noch im Grunde genommen hinterher dann draufgehauen werden muss, weil man das vorher nicht in den Griff bekommen hat. Weil man vorher keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen hat. Und dann das Spezialthema Cybermobbing. Da sind wir jetzt. Ich hatte es schon in der Einführung kurz angedeutet. Das Ganze hat eben eine weitere Komponente bekommen in den letzten Jahren durch die Digitalisierung, durch den Cyberspace, so nennt man das ja so schön, durch die Verlagerung von vielen Arbeiten tatsächlich in die digitalen Prozesse. Und was aber auch feststeht, ist,
dass die Grundkonstellation oder die Grundkomponenten des Ganzen haben sich nicht geändert. Aber es gibt natürlich, und deswegen sollte man das Phänomen aus meiner Sicht keinesfalls unterschätzen, es gibt natürlich ganz bestimmte Ausprägungen und ganz bestimmte Besonderheiten, die eben den Bereich Cybermobbing ganz besonders schwierig und auch vor allen Dingen auch auf Sicht des Unternehmens gefährlich machen. Warum? Sie wissen alle, dass Inhalte im Internet sich so weit, so schnell verbreiten. Also früher hätte man gesagt, da können Sie gar nicht so schnell gucken. Das ist ja so. Ja, die verbreiten sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und sind tendenziell auch nicht mehr einzudämmen. Ja, das heißt also hier, was früher, ich übersetze das jetzt mal in so ein etwas altertümliches Beispiel, was früher das Gerücht am Kaffeekocher in der Teeküche war, ja, das ist heute das Facebook-Post oder die E-Mail, die irgendeine Kollegin bekommt, weil sie gemobbt wird. Das Ganze hat A, keine 2 Sekunden Zeit gekostet und B, erreicht einen ganz anderen Verteilerkreis, weil die E-Mail kann weitergeleitet werden, das Facebook-Post, das wird geteilt. Ich muss Ihnen das gar nicht im Detail erklären. Es reicht schon, wenn ich Ihnen einfach nur kurz diese Stichworte gebe. Und das Ganze führt zu einem sehr, also einen sehr exklusiven Cocktail, der da angemischt wird. Und eben diese gesamten Schwierigkeiten, die ich Ihnen ja heute hier auch vorgestellt habe, was Mobbing eben bedeutet für ein Unternehmen, noch weiter nach vorne treiben. Und das können Sie auch sehen in den da relevanten Gerichtsentscheidungen. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel mitgebracht. Wieder etwas älter. Sie sehen also auch da, das Phänomen ist gar nicht mal so jung, 2012. Aber immerhin eine Entscheidung, die Rechtsgeschichte geschrieben hat, in dem Sinne, dass auch hier diese ganzen Gesichtspunkte wieder aufgegriffen worden sind, aber in einem Bereich, der voll in den sozialen Netzwerken, hier war das Facebook, spielt. Ja. Das Ganze, das war überhaupt aus dem Betrieb, aus dem normalen Arbeitsumgebung, aus den Büros völlig entfernt. Das spielte sich komplett ab in sozialen Netzwerken und war aber letztendlich eine ganz normale, in Anführungszeichen, natürlich Gott sei Dank nicht normal, aber eine ganz alltägliche Mobbing-Konstellation mit digitalem Input, um das mal so zu sagen. Und hier, also wie gesagt, war diese gesamte Anfeindung und so weiter, das war alles über Facebook gelaufen. Also das sind so die typischen Beispiele, die dann tatsächlich den Input oder den Brandbeschleuniger, um das mal so zu sagen, den Brandbeschleuniger der sozialen Medien oder des Cyberspace oder des Cybermobbing hier nochmal richtig vor Augen führen. Und wenn es vorher schon galt, was müssen Unternehmen tun, dann gilt das jetzt natürlich erst recht, wenn wir über Cybermobbing sprechen. Allerdings dann eben auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten. Und hier ist ein ganz, ganz wesentliches Stichwort, das sind die Social Media Guidelines. Auch da kann ich sagen, hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren ein gewisses Umdenken ja vollzogen. Mittlerweile sind Social Media Guidelines keine große Unbekannte mehr. Früher war das ja noch so. Da wurde man auch angeguckt, wenn ich das vorgetragen habe bei entscheidenden Unternehmen, da wurde man angeguckt, wie Social Media Guidelines. Lella, wovon sprichst du denn hier? Womit verschwendest du unsere Zeit? Ja. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich kann sogar sagen, es hat sich viel geändert. Aber auch da sind wir noch lange nicht am Ziel, denn die Social Media Guidelines sind natürlich das zentrale Instrument, um auf diese Besonderheiten des Cybermobbing zu reagieren. Und die Social Media Guidelines sind ja extra auch so gestrickt, so kreiert, dass sie sich auf die Besonderheiten der sozialen Netzwerke konzentrieren und auch fokussieren. Und dort hat das auch, nicht nur, aber auch einen ganz besonderen Platz, die Mobbingprävention mit dem Ausblick auf die Vermeidung eben von Cybermobbing. Und dann würden wir dazu, glaube ich, gerne auch nochmal eine Umfrage einblenden.
Genau, die Umfrage ist bereits eingeblendet. Was unternimmt Ihr Unternehmen gegen Mobbing? Prävention mit Training, Repression. Da muss ich offen gestanden, muss ich dann hinterher selbst fragen, was verbirgt sich denn hinter Begriff Repression? Vielleicht mögen Sie, Herr Lelei, das nochmal kurz auch für den einen oder anderen Teilnehmer sagen, der mit dem Wort nicht sofort etwas anfangen kann. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich bitte dafür auch nochmal um Entschuldigung. Jeder ist ja auch so ein bisschen geprägt von seinem Umfeld. Das sind so typische Begriffe, natürlich, die Juristen gerne verwenden. Die kommen auch, und das ist das Einzige, was ich sozusagen hier zu meiner Entschuldigung vorbringen kann, die kommen aus dem Strafrecht, ja. Es ist letztendlich damit gemeint, dass man sagt, es gibt ja die zwei Varianten. Es gibt einmal die Prävention, das ist die Vorbeugung. Das heißt also, ich versuche zu erreichen, dass das Verhalten, das nicht erwünschte Verhalten, das Mobbing gar nicht erst passiert. Und die Repression ist das, was hinterher passiert. Das Mobbing ist passiert, was mache ich jetzt, nicht? Also, kann ich das Ganze noch mit einem Gespräch lösen oder muss ich schon die Abmahnung zücken oder vielleicht sogar die Kündigung? Das ist die große Unterscheidung. Und die Frage, die wir jetzt gerne Ihnen hier stellen würden, ist, hat Ihr Unternehmen ein ausdifferenziertes Instrumentarium? Das heißt also, im Best Case wäre ja eine Prävention schon da, nicht? Also ein Anti-Mobbing-Training, eine Anti-Mobbing-Policy, Social-Media-Guidelines mit einem besonderen Fokus auf der Vermeidung von Cybermobbing. Haben Sie das alles, dann sind Sie in der Prävention gut aufgestellt, sogar mit einem Training. Und wenn nicht, dann machen Sie zumindest ja wohl eine Repression. Das heißt also, bei Mobbingfällen, wenn Sie auftreten, passiert was, nicht? Das heißt also, das Ganze hat Konsequenzen. Abmahnung, Kündigung oder Personalgespräch. Also das wäre hier die Frage, die wir Ihnen gerne stellen würden. Okay, ich finde das ganz spannend. Auch jetzt diejenigen, die jetzt weiß nicht angeklickt haben, dann gehe ich mal davon aus, dass weder Prävention noch Prävention mit Training stattfindet, weil sonst wüssten sie das, dass im Unternehmen etwas gemacht wird. Also ich habe jetzt selbst kürzlich einen Workshop gegeben zum Thema digitale Transformation, wo das Bestandteil war. Natürlich das Thema Mobbing, weil klar, im digitalen Zeitalter sind wir ganz schnell dabei, auch im Intranet. Dazu würde ich vielleicht gleich nochmal kurz kommen. Die Zeit hängt uns nur im Nacken. Ich schließe jetzt mal die Umfrage und übertrage die Ergebnisse. Ja, 66%, Herr Lelei, sagen, ich weiß es nicht. 14% haben entsprechende Prävention, 10% Prävention mit Training. Und 14% sagen Repression und sonstiges haben wir 0%. Ja, also auch wieder ein sehr interessantes Ergebnis, was, wie Sie es ja auch gerade schon richtig sagen, Nanina, aber letztendlich erstmal dafür spricht, dass in dem überwiegenden Zahl der Fälle hier mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eben keine Prävention mit Training betrieben wird, weil das weiß ich nicht. Sie haben es gerade zu Recht gesagt. Das kann ja dann nicht sein, nicht? Weil wenn es Prävention mit Training gäbe, das wäre bekannt, nicht? Und auch eine Prävention wäre bekannt. Ja, zumal wir Also heute viele Entscheider dabei haben. Also insofern, wenn der ja. Entscheider, also Sie, liebe Teilnehmer, das nicht wissen, dann ist das Ja. vorhanden, würde ich jetzt mal Ja. so behaupten. Ja. Absolut. Also ich denke auch, das ist eine sehr valide Schlussfolgerung hier. Also das kann man, denke ich, so sagen. Und ich denke, das sollte man auch ändern. Das sollte man ändern, weil dann wäre der Schwerpunkt wirklich auf der Repression, also dem Draufhauen, nachdem es passiert ist, gesetzt. Und das hat eben die besprochenen Nachteile. Das hat den Nachteil, dass A, man häufig eben zu spät reagiert und letztendlich nicht verhindern kann, dass die Mobbingkultur entsteht, nicht? Und auch letztendlich nicht gut verhindern kann, die Kosten, die dadurch durch das Unternehmen entstehen. Okay, ich habe die Umfrage wieder weggeblendet. Ich glaube, da ist noch eine Schlussfolie von Ihnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr Lelei. Ja. Es ist nämlich nur noch diese. Sehr schön. Okay, ja. Ja, ich würde es ganz kurz nochmal sagen, Sie lesen es auch da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für Ihre Beteiligung. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die wichtigen Punkte so erklären, dass Sie das für Ihre tägliche Arbeit auch verwenden können und freue mich natürlich über weitere Fragen oder auch sonstige Rückmeldungen. Vielen Dank. Ja, gerne, Herr Lelei. Erstmal von unserer Seite aus. Vielen Dank. Ich würde es ganz kurz, ich weiß, wir haben schon 12 Uhr. Ich mache jetzt aus meinen 10 Minuten mache ich jetzt eine Minute. Ich möchte Ihnen auch ganz gerne ein Thema
mitbringen. Ich hoffe, Herr Lilla, können Sie mir kurz Rückmeldung geben, ob man meinen Bildschirm sieht, Mobbing im Social Internet Enterprise 2.0, weil die meisten von Ihnen sicherlich da in der Richtung etwas haben. Kurz Frage, Herr Lilla, Sie sehen meinen Bildschirm? Ich sehe jetzt noch meine Folie mit der Danksagung für die Aufmerksamkeit. Okay, dann müssten Sie vielleicht ganz kurz wechseln, aber ich gehe mal von aus, meine ist zu sehen. Ich mache da mal ganz kurz weiter zum Thema Intranet, falls die einen oder anderen in die Richtung das haben. Ich überspringe das hier mal ganz kurz zum Thema Personal als Change Manager bei der Digitalisierung. Da habe ich kürzlich bei Haufen ein Buch mit abgegeben und ein paar Artikel zu verfasst. Die Frage ist, haben Sie selbst bereits ein Enterprise 2.0 im Einsatz, sprich ein Zink, ähnliches Facebook oder eine entsprechende digitale Kommunikationsplattform, so wie Sie die kennen hier an diesen Beispielen, Jive Connection oder SharePoint. Das haben sicherlich die meisten von Ihnen im Einsatz, zumindest die größeren Unternehmen unter Ihnen und die Mittelständler werden sicherlich bald nachziehen. Da bieten übrigens auch Anbieter wie Rex solche Lösungen mit an, wo es Ihren Mitarbeitern einfach ermöglicht wird, sich untereinander auszutauschen. Und zwar mit diesen Funktionsumfängen. Und das hat eben auch genau dann die Folge, dass hier auch im Intranet und nicht nur auf Sync und Facebook, das ist ja nochmal eine entsprechende andere Baustelle, aber dass intern die Mitarbeiter hier natürlich auch ihre Postings setzen und wo dann mal, na klar, der Chef kurz das kommentiert und zwar nicht immer dann zugunsten des Mitarbeiters oder andere Kollegen draufhauen und bis hin zu Beleidigungen gehen und zwar im eigenen Firmennetzwerk. Habe ich alles schon gesehen und sehe ich täglich im Grunde genommen, weil ich bin sehr viel in Unternehmen unterwegs, wo das genauso passiert. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein Thema, Helle, denke ich, wo Sie mit reingehen können, auch bei dem Thema Prävention. Und wir haben uns darüber kurz unterhalten, ob es hier mal sinnvoll ist, einen Workshop mit aufzusetzen, um auch diese Themen natürlich intern zu vermeiden, beziehungsweise entsprechende Trainings auch bei den Mitarbeitern übrigens, nicht nur jetzt auf der Management-Ebene oder HR-Ebene, sondern auch bei den Mitarbeitern, im Besonderen bei Ausbildern, die vielleicht auch hier und da entweder direkt selbst mal gemobbt werden von Auszubildenden oder halt umgekehrt. Da geht es dann in eine Richtung. So, jetzt habe ich mal aus 10 Minuten, habe ich jetzt mal eben eine Minute gemacht. Aber ich wollte Ihnen das ganz gerne nochmal mit rüberbringen, dass es eben halt da auch eine entsprechende Baustelle ist. Ja, Herr Lilla, jetzt würde ich vorschlagen, nehmen wir nochmal die Fragen hier mit zur Hand. Und ich übertrage Ihnen nochmal ganz kurz, Herr Lilla, den Bildschirm wieder zurück mit Ihren Kontaktdaten, falls der ein oder andere nochmal dann auch mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen möchte. Und ich würde sagen, auch wenn wir jetzt 2-3 Minuten über der Zeit sind, für mich als Hanseat wieder total, ne, never ever, aber wir, würde ich sagen, beantworten da nochmal so 2-3 Fragen, die sich hier ergeben haben. Kurz Rückmeldung von Ihrer Seite, Herr Lelay, könnte das auch hier nochmal bestätigen, dass das Thema Kommunikation nach innen, das Thema Intranet, wie man das auch immer nennt, Social Intranet, Intranet Enterprise 2.0, alles dasselbe, dass das auch nochmal eine entsprechende Baustelle ist? Ja, das ist sicherlich eine entsprechende Baustelle, weil das ja eine ganz wichtige Rolle einnimmt in der internen Kommunikation. Nicht? Und wir hatten das ja heute auch nochmal gesehen, wie wichtig Kommunikation in der Mobbingprävention ist, auch in der Mobbingabwehr dann letztendlich, aber auch in der Prävention. Und da gibt es aus meiner Sicht keinen Zweifel, dass diese internen Tools, so nenne ich die jetzt mal, hier eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Jetzt nicht nur, dass das praktisch rübergebracht wird zu den Kolleginnen und Kollegen, sondern ja auch eine permanente Vergewisserung und Dokumentation der Unternehmenskultur steht, wenn dort diese Werte auch dauerhaft kommuniziert werden. Das ist ja wie so ein schwarzes Brett, nicht, was eben digital vorhanden ist. Genau, genau. Ja, also Rückmeldung hier von den Teilnehmern erstmal sehr, sehr positiv. Wir waren wirklich begeistert von dem Vortrag mit den vielen Informationen. Also Herr Lelay steht natürlich im Besonderen da zur Verfügung. Ich kann Ihnen im Bereich der digitalen Transformation da vielleicht ein Stück weit helfen, wenn Sie das Thema auf der Pfanne haben und Sie wollen etwas einführen in der Richtung, wo ich Sie jetzt weniger rechtlich, da hole ich den Herrn Lelay mit rein, aber natürlich konzeptionell da durchaus mit begleiten kann. Also eine Frage würde ich sagen, weil hier sind viele Fragen auch natürlich Richtung nochmal so ein paar Zahlen, Statistiken, ob es da etwas gibt, um auch mal ein bisschen Futter zu bekommen, wahrscheinlich für die Argumentation auch von entsprechenden Trainings.
Da würde ich sagen, vielleicht kann der Herr Lille das ein oder andere nachliefern und ansonsten wirklich dann googeln. Ich denke mal, das ist alles im Netz verfügbar zu diesem Thema. Aber rechtliche Sachen können Sie direkt sicherlich bei Herrn Lille anfragen. Also eine Frage ist hier zum Beispiel, neben der, also viele Fragen, ist es möglich, die Präsentation zu erhalten? Also auch hier kurz Nachgang an uns eine E-Mail schreiben, dann bekommen Sie die Präsentation zugeschickt. Ist die Frage, was muss denn ein Opfer an Dokumentation und Beweisen vorlegen, damit es anerkannt wird? Ja, die Frage springt aus meiner Sicht sehr zu Recht sofort in den wichtigsten Punkt dieser, wenn das zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt. Ich kann sie pauschal nicht beantworten. Ich versuche es jetzt einfach mal trotzdem mit einer Daumenregel zu beantworten. Alles, was man kriegen kann, muss dokumentiert werden. Ich kenne Fälle, die auch vor Gericht verhandelt worden sind, wo sogenannte Mobbing-Tagebücher vorgelegt wurden. Ja, da wurde also wirklich tagebuchartig von den Opfern erfasst mit Datum, Uhrzeit und Vorfall, was da konkret von wem gemacht, gesagt, getan wurde. Das kann so weit gehen. Und dann natürlich alles andere, was an Beweismitteln klassischerweise immer zur Verfügung stehen muss, E-Mails, die versandt wurden, die man bekommen hat. Screenshots von Facebook oder sonstigen Postings in Social Media. Alle diese Dinge spielen eine unglaublich große Rolle, weil nicht nur in der internen Kommunikation, sondern auch vor allen Dingen dann, wenn es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, die Hürden sehr, sehr hoch sind und alles das, was, so kann man es glaube ich auch gut abgrenzen, alles das, was reines Hörensagen ist oder sogar auch nur Zeugenaussage, immer als ein sehr schwaches Beweismittel angesehen wird. Das gilt sogar auch in der internen Kommunikation, weil dann häufig, das ist die Erfahrung, Aussage gegen Aussage steht. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und man muss sich wirklich darauf konzentrieren, greifbare Beweismittel zu haben, E-Mails, schriftliche Aussagen. Und eben auch, das Ganze muss so im Detail sein, dass man das konkret auch zeiträumen und auch Personen zuordnen kann. Prima. Herr Lelei, haben Sie vielen Dank für diese Druckbetankung. Und wenn Sie das interessiert, ich kann es nur mal wiederholen, Lelei und ich konzipieren da gerade einen Workshop, ein Seminar mit, klar, erstmal ein bisschen Theorie, aber wo wir dann auch ganz konkret in Ihre Guidelines reingehen, in Ihre Policy, in Ihre Mobbing-Policy, wo Sie mit eigenen Fällen aufwarten können, wir die besprechen. Also ganz pragmatischen Workshop-Seminar. Wenn Sie daran Interesse haben, geben Sie gerne eine Information. Ansonsten Kontaktdaten wurden eingeblendet. Hier auch noch meine aktuellen Kontaktdaten. Freue mich drauf, wenn Sie uns da kontaktieren und wenn es Ihnen gefallen hat, auch eine kurze Rückmeldung. Und insofern vielen Dank auch fürs Mitmachen an den Umfragen. Und ja, dann würde ich sagen, auf bald und nochmal schöne Grüße nach Essen, Herr Lelei. Ganz herzlichen Dank, Herr Nienhaber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Bis demnächst. So machen wir das. Genau. Sehr gut.